Zwei Stühle, eine Meinung. Mit Boning und Dittrich. Nochmals Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Talkrunde. Das Sportjahr 1995 war überstrahlt vom gewaltigen Boom eines ganz besonderen Sports. Ich spreche vom Boxen. Zu Gast bei uns im Studio zu diesem diesbezüglichen Jahresrückblick begrüße ich nun den Nummer 1 der Rangliste im Schmeißfliegengewicht des Boxsportverbandes FDH. Hier ist der Killer von Farmsen. Begrüßen Sie mit mir Butcher Roni. Butcheroni, Sie haben ja ein blaues Auge. Was passiert? Wo kommen Sie gerade her? Von da oben. Nein, ich meine, wo kommt das blaue Auge jetzt her? Ach so, Sparring. Ja. Sparring. Worauf sparen Sie? Ich meine, gegen wen haben Sie geboxt? Geboxt habe ich. Ja, gegen wen? Boxer. Ja, gegen wen? Die deutsche Boxer. Ja, wer? Sag mal schnell. Ja, Henry Maske. Nee. Darius Michalczewski? Nee. Axel Schulz? Nee. Thorsten May? Nee. Max Schweling? Nee. Henry Maske? Nee, einen anderen noch. Thorsten May? Nee. Axel Schulz? Wie war der? Axel Schulz? Ja, genau der. Ja. Sie waren also kürzlich bei Axel Schulz. Ja. Wie geht's ihm denn? Oh, mir geht es gut. Nein, wie geht's ihm? Ach so, wie geht das ihm? Ja, wie geht ihm das denn? Ja, mir geht's gut. Ja, wieso fragst du mich das denn? Was ist das für ein Quatsch? Bleiben wir noch mal einen Moment bei Axel Schulz. Ja. Der Kampf neulich gegen Franz Botha, der verlief ja doch aus deutscher Sicht unglücklich, würde ich gut, mal nee, sagen. Nee. Mal Ihr fachkundiges Urteil. Ja. Was hat er denn da falsch gemacht? Wer? Axel Schulz. Axel Schulz? Ja. Ja, verloren. Ich habe in der Boxer-Fachzeitung Schlägertypen heute gelesen, dass Sie jetzt demnächst gegen Mike Tyson antreten. Stimmt das? Ja, klar. Mike Tyson ist mein nächster Kampf. Ich boxe Mike Tyson seit einem halben Jahr, mache ich ja nichts anderes. Ich tue mich nur noch auf den Kampf mit Mike Tyson konzentrieren jetzt. Ja, wie machen Sie das so genau? Was? Wie machen Sie das, die Konzentration? Ich präge mir den Namen ein. Ja. Nein, ich meine jetzt, wie Sie sich boxerisch vorbereiten. Trainieren Sie das speziell? So, ja, ich habe ein spezielles Trainingslager in Hamburg, ne? Ja. Hamburg, hier, Schanzenviertel, kennst du Schlachthof, ne? Ja. So, und ich habe so einen Spezialdeal, habe ich auch mit dem Schlachthof, weil die haben so eine Schweinekammer, in der Schweinekammer, ne? Und da haben sie 60 Schweinehälften, haben sie, oh, die sind ja tot, ne, die Schweine. So, und dann bin ich nachts da, wenn die Schlachter nicht arbeiten, ne? Und dann gehe ich da los und hau auf die Schweine ein, so boing, boing und so, ne? Und das Schwein kann ja nicht Aua sorgen, ne? Weil das ist ja tot. Das Schwein ist ja tot, ne? Ja. So, und das Schwein sieht aber so ein bisschen aus wie Mike Tyson auch, weil das ist von der Form das Gleiche, ne? Ja. So, und dann ist ja so, das ist ja da kalt da drinnen, ne? So, und ich schwitze ja auch. Und jetzt habe ich ja diesen Schweiß, der wird ja sofort her, das wäre eine Kristalle, ne? Und das springt auf das Schwein über. Und das wird dann gleichzeitig auch noch gepökelt dabei, ne? Mhm. So, und dann ist das so, es ist ja so, wenn ich den Boxer, es ist so praktisch die gleiche Atmosphäre, wie Mike Tyson auch gehabt, weil das ist also kaltes, dunkel, ne, und es ist alles Steine, und es sind Fenster und so weiter und Gitter und so weiter. Und das war der Mike Tyson, der war ja im Knast vor der. Wo war der? Ja, im Knast vor der. Wo war der? Mike Tyson, der war im Knast. Wo war der? Der war im Knast vor der. Wo war der? Der war im Knast. Wo war der? Wer jetzt? Mike Tyson. Ich fragte Mike Tyson, wo war der? Habe ich vergessen. Wissen Sie eigentlich, wer der größte deutsche Boxer aller Zeiten war? Max Schmeling. Nee. Goethe. Wissen Sie auch warum? Nee. Wegen Goethes Faust. Ja, wir sind jetzt ja am Jahresende doch an dem Punkt, wo man den Boxsport mal neu klassifizieren sollte, jetzt nach dem Boom. Ich denke da mal an Sportarten wie das Turmspringen. Was ist jetzt so lustig am Turmspringen? Goethes Faust, ne? Ja. Wenn wir jetzt mal
Nehmen wir jetzt mal das Turmspringen oder Schmetterling. Das ist Schwimmsport. Oder Badminton und Fußball. Das sind Ballsportarten. Oder Formel 1 und Motocross. Das ist Motorsport. Dass ich mir immer wieder die Frage stelle, was ist eigentlich Boxen? Boxen ist eine gute Frage. Hat doch gar keine gefragt, du. Ja. Vielleicht Wintersport. Wieso? Wegen der Handschuhe. Das war zwei Stühle, eine Meinung. Oh! Diese Bilder wollen wir nicht sehen. Wir gehen zurück nach Köln. Diese Bilder wollen wir hier nicht sehen.